Hallo Internet, danke fürs Reinschauen. Heute geht es um etwas anderes, das hat nur ansatzweise mit Compliance zu tun. Es geht um das Bayerische Digitalisierungsgesetz. Da habe ich einen Vortrag im Inkubator in Passau, das ist das Gründerzentrum, gehalten. Und da ging es um die Frage, digitaler Wandel, wie kann das in den Kommunen gelingen? Und darum geht es jetzt auch im folgenden Video. Ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Also, wir haben die klassische Agenda. Anfangen möchte ich in der Einleitung kurz erklären, was ist das Bayerische Digitalgesetz, welche Regelungen gibt es, was ist da im Sommer in München entschieden worden. Dann geht es zur Frage, sind die Regelungen auf der Höhe der Zeit, und anschließend möchte ich die Frage, adressiert das Gesetz die richtigen Gestaltungsfaktoren? Am Schluss gibt es natürlich ein Fazit. Das neue Bayerische Digitalisierungsgesetz wurde in München als der große Wurf gefeiert. Und jetzt ist die Frage, was ist denn da jetzt genau in Kraft gesetzt worden und auch warum? Das Gesetz ist eine Neuregelung des Bayerischen E-Government-Gesetzes und es ist am 22.07. diesen Jahres beschlossen worden. Es dient letztlich der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, also des Bundesgesetzes, das den Zugang zu digitalen Diensten von Behörden regelt. Das Gesetz ist gegliedert in 5 Teile. Es hat einen allgemeinen Teil, es hat den Teil, der die digitale Verwaltung regelt. Dann gibt es einen eigenen Teil für die IT-Sicherheit und einen vierten Teil für die Organisation. Und am Schluss gibt es Übergangs- und Schlussbestimmungen. Und das wirft natürlich die Frage auf, sind die Regeln auf der Höhe der Zeit? Schaut man sich die Bitkom-Studie Smart City Index 2022 an, die jetzt in den letzten Tagen herausgekommen ist, das scheint ja der bayerischen Staatsregierung recht zu geben, denn wir finden dort München und Nürnberg in den Top 10. Was unterscheidet dieses Bayerische Digitalgesetz von seinem Vorgänger, dem E-Governance-Gesetz oder den anderen Gesetzen der Bundesländer, die ja auch das Online-Zugangsgesetz umsetzen wollen? Ja, das ist vor allen Dingen, es enthält Digitalzielbestimmungen. Ich glaube nicht, dass man da irgendwas vermisst, was die Digitalisierung leisten könnte oder leisten sollte. Aber genauso wenig wie ein Vertrag Technik erzeugen kann, genauso wenig kann ein Gesetz gute Verwaltung oder eine digitale Verwaltung erzeugen. Deswegen möchte ich mal ansprechen, was das Digitalgesetz an und für sich tut. Und zwar am Beispiel eines Verwaltungsvorgangs. Und ich habe hier das SIPOC-Modell gewählt, um so einen Verwaltungsprozess zu beschreiben. Am Anfang steht der Antrag, am Schluss steht der Verwaltungsakt und dessen Bekanntgabe. Der Antrag kommt vom Antragsteller, der Verwaltungsakt ist das Ergebnis des Verwaltungsprozesses und wird ihm bekannt gegeben. Und das Bayerische Digitalgesetz regelt in Artikel 16 die Möglichkeit, über allgemein zugängliche Netze, also über das Internet, Anträge zu stellen. Und es regelt in Artikel 24 und 25 dann auch die Bekanntgabe des Ergebnisses. Die eigentliche Logik des Prozesses, das ist im Prinzip immer gleich. Im ersten Schritt prüft die Behörde, ist sie zuständig? Und wenn sie zuständig ist, dann beschafft sie sich die materiellen Entscheidungsgrundlagen und trifft eine Entscheidung. Diese Dinge werden im Bayerischen Digitalgesetz nicht behandelt. Die werden im materiellen und im Verwaltungsverfahrensrecht adressiert. Ziel des Bayerischen Digitalgesetzes ist die Volldigitalisierung. Da geht es darum, dass die Behörden geeignete Verwaltungsleistungen bereitstellen. Und gemeint ist hier in der Tat nicht, dass man ein Formular ins Internet stellt, das sich der
Bürger herunterladen kann, dann ausfüllt und dass die Bearbeitung letztlich in Papierform passiert. Das ist jedenfalls nicht das, worauf das Bayerische Digitalisierungsgesetz abzielt. Es geht darum, dass das gesamte Verwaltungsverfahren so schnell wie möglich und so bürgerfreundlich wie möglich durchgeführt wird. Um das auch zu erreichen, also auch die Akzeptanz für diese digitalen Leistungen beim Bürger zu steigern, sollen die Behörden, also aber auch der Freistaat und auch die Gemeinden, Städte, die sollen qualifizierte Ansprechpartner bereitstellen, die den Bürgern die Benutzung erklären. Die staatlichen Prozesse sollen vollständig digitalisiert werden und die Prozesse, die schon digitalisiert sind, für die soll ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess gelten. Die Behörden sind verpflichtet, diesen digitalen Zugang bereitzustellen. Der Bürger hat aber das Recht, auch nach wie vor analog mit der Verwaltung zu verkehren. Und das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, der hier im Gesetz glasklar drinsteht. Also nur weil in einem Gesetz, in einem Verwaltungsgesetz drinsteht, dass ein bestimmtes Antragsformular verpflichtend verwendet werden muss und dieses enthält ein Unterschriftsfeld, damit, so sagt das Bayerische Digitalgesetz, wird keine Schriftform angeordnet. Also das steht nicht der digitalen Durchführung des Verwaltungsakts entgegen. Der Verwaltungsakt muss vom Bürger tatsächlich auch beantragt werden. Und das war ja die Funktion der Unterschrift unter dem Formular früher. Und im modernen Verwaltungsverfahren, im digitalisierten Verwaltungsverfahren, ist es absolut wichtig und zwingend notwendig, dass klar ist, derjenige, der den Antrag gestellt hat, ist auch derjenige, der betroffen ist. Der Bürger muss identifiziert werden. Das Bayerische Digitalgesetz befasst sich auch mit dem Thema IT-Sicherheit. Man soll sich das nur vorstellen, was für Ärger man hat, wenn die Identität gestohlen wird, zum Beispiel bei einem sozialen Netzwerk oder beim E-Mail-Postfach oder zum Beispiel der PlayStation-Account. Aber damit kann man umgehen. Wird aber die digitale Identität des Bürgers gehackt, dann kann ja alles Mögliche für ihn beantragt werden und auch Verwaltungsakte, Verfahren ausgelöst werden. Und genau das muss verhindert werden. Diese Verwaltungsverfahren, die müssen sicher gestaltet werden. IT-Sicherheit muss ein integraler Bestandteil sein. Und das sind im Wesentlichen die Regelungen des Bayerischen Digitalgesetzes, die der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes dienen und auch IT-Sicherheit nicht vergessen. Aber sind die Regelungen auch die richtigen, um den Digitalisierungsrückstand von Deutschland aufzufangen? Eine Sache macht das Gesetz definitiv richtig. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Ausgangspunkt ist die digitale Selbstbestimmung. Und das bedeutet, es geht um Nutzerfreundlichkeit und um Barrierefreiheit der digitalen Dienste. Der Nutzer, und das ist auch sehr wichtig, wird in die Entwicklung der Angebote einbezogen, um die Akzeptanz auch zu erreichen. Aber nicht nur der Nutzer, sondern auch der Verwaltungsbeamte oder der Angestellte in der Gemeinde, der letztlich eben die Verwaltungsverfahren ja doch durchführt, der die Entscheidungen trifft und der praktisch die Software am Backend bedienen muss. Auch der muss eingebunden werden, auch der braucht barrierefreie Zugänge und eine gute Schulung. All das sieht das Bayerische Digitalgesetz vor. Ja, und natürlich gehört dazu auch, dass eine Akteneinsicht in digitaler Form möglich sein muss. Also gut, aber das wesentliche Problem bei der Digitalisierung ist ja nicht die Akzeptanz von digitalen Zugängen bei der Bevölkerung. Das wirkliche Problem ist die sehr komplexe IT-Landschaft, die man braucht, um sämtliche Verwaltungsleistungen digital bereitzustellen. Und ich habe hier eine Quelle vom Bundesministerium des Innern, dass die Standards und Schnittstellen im sogenannten Portalverbund, also das ist praktisch der Verbund der Zugangsportale vom Bund, Bundesverwaltung und Länderverwaltung, aufzeichnet. Und wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man,
Es bildet im Prinzip den Verwaltungsprozess so ab, wie ich ihn eingangs im Modell dargestellt habe, von der Antragstellung über die Verwaltungsfachverfahren hin zur Bekanntgabe. Und das Schlüsselelement dort sind die Portale, zum Beispiel das Bayern-Portal mit der sogenannten Bayern-ID oder es gibt auch die Bund-ID, die dazu dient, den Bürger zuverlässig sicher zu identifizieren. Es gibt auf der Ebene Bund-Länder eine Projektorganisation, die die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes betreibt. Wir haben ein themenübergreifendes Projekt Middle Office, das die insgesamt 14 Themenfelder bearbeitet. Dem steht ein E-Government-Expertenpool zusammen. Auf der Lenkungsebene findet man ganz oben den IT-Planungsrat und darunter FITCO und BMI. Die Mehrzahl der bürgernahen Verwaltungsleistungen wird von den Kommunen erbracht und hier gilt die verfassungsmäßige Garantie der Selbstverwaltung. Und das bedeutet rein praktisch, dass Bayern, dass die Staatsregierung in München nicht die Stadt Passau dazu zwingen kann, auf welche Art und Weise sie die IT organisiert. Also Zusammenarbeit ist notwendig, um das Ziel zu erreichen. Und das findet statt im Rahmen des kommunalen Digitalpakts. Zusätzlich wurde die E-Com-Unit Bayern ins Leben gerufen. Das ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die hauptsächlich vom Freistaat finanziert wird, die aber auch von den Kommunen getragen wird. Und hier geht es darum, die sogenannten EFA-Leistungen, also die Einer-für-Alle-Leistungen, rechtssicher den Gemeinden bereitzustellen. E-Com-Unit Bayern sorgt jetzt dafür, dass da die notwendigen Verträge und Regelungen rechtssicher geschlossen werden, damit diese und auch der Transport der Leistungen in die kommunale IT reibungslos klappt. Wenn man sich aber nochmal die komplexe Struktur und die Zuständigkeiten und Gremien anschaut, dann wundert es einen nicht, dass man sehr, sehr lange braucht, bis man Anforderungen spezifiziert hat, die dann am Schluss programmiert werden können. In der Wirtschaft sind wir da schon weiter. Dort haben wir agile Verfahren, wie Software entwickelt wird. Und im Bayerischen Digitalgesetz will man diesen Ansatz kopieren. Deswegen hat man einen Digitalplan vorgesehen, den die Staatsregierung entwickelt und die dient der Umsetzung der Digitalisierungsziele, die wir eingangs besprochen haben. Und die wird auf Vorschlag des Staatsministeriums von Digitalem in Einvernehmen mit den Fachministerien beschlossen. Und damit hat man mehr Flexibilität, wie die Umsetzung erfolgt. Berichtet wird darüber im Landtag im Rahmen des Digitalberichts, der auf der Basis des Digitalplans entsteht und der regelmäßig und aber spätestens 3 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgen soll. Man hat auch noch was anderes in das Gesetz eingebaut, was ich, also jedenfalls von der Überschrift her, sehr gut finde. Das ist die Experimentierklausel. Aber als ich sie mir genauer angeschaut habe, da war ich dann doch ein wenig enttäuscht. Denn nicht nur ist die zeitliche Ausnahme auf maximal 5 Jahre mit einer Verlängerungsmöglichkeit von 2 Jahren beschränkt. Es geht auch in Wirklichkeit nur um Zuständigkeits- und Formvorschriften, wo die Ausnahmen möglich sind. Und mein Bauchgefühl sagt mir, dass eigentlich das, was die Digitalisierung hemmt, die Fachvorgaben sind. Insofern wäre eine Experimentierklausel interessant gewesen, die auch sagt, wir können auch Verfahren verschlanken, um sie besser digitalisieren zu können. Nur rudimentär angesprochen wird das Thema Open Data. Aber das ist aus meiner Sicht wirklich schade, wenn wir wirklich auf dem Weg in eine Digitalisierung sind. Da war man in Schleswig-Holstein mutiger, als man gesagt hat, wenn der Staat Daten sammelt und öffentliches Geld in die Datensammlung ja letztlich dann geflossen ist, dann sollen die Daten auch allen zur Verfügung stehen. Und bei einem weiteren Punkt ist man auch nicht besonders fortschrittlich. Dann geht es um das Thema künstliche Intelligenz, KI im Verwaltungsverfahren. Das ist ja an und für sich der Knackpunkt, ja, dass man sagt, Beschaffung der materiellen Entscheidungsgrundlagen
und Entscheidungsvorbereitung. Hier könnte man durch Einsatz moderner Technik immerhin, wir sind fast so weit, dass Autos ohne weiteres selbst fahren können. Warum soll man nicht mit KI-gesteuerten Systemen, mit schwacher künstlicher Intelligenz aus unstrukturierten Datenmengen relevante Daten extrahieren? Warum soll man nicht die Entscheidungslogiken im Verwaltungsverfahren abbilden in Entscheidungsbäumen und diese digitalisieren? Und warum soll man nicht auch die Erstellung gewisser von Verwaltungsakten vorbereiten lassen durch textproduzierende Systeme? Diese ganzen Fragen werden im Bayerischen Digitalgesetz nicht wirklich behandelt. Wir finden dort nur eine Regelung, die sagt, beim Einsatz von künstlicher Intelligenz müssen angemessene Kontrollverfahren eingerichtet werden. Was das genau ist, was darunter zu verstehen ist und wie das funktioniert, bleibt offen. Und das bringt uns zum Fazit. Ist das Bayerische Digitalgesetz der große Wurf? Nö. Das Gesetz ist auf der Höhe der Zeit und die relevanten Gestaltungsfragen werden adressiert. Letztlich ist es nichts anderes als die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes. Garniert mit einer Digitalzielbestimmung und einer Art Grundgesetz oder so, das dem Bürger digitale Rechte gegenüber der Verwaltung gibt. Die wirklich spannenden Zukunftsfragen, Open Data oder auch KI, werden nur am Rande gestreift. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm ein Like, abonniert den Kanal und schaltet auch das nächste Mal wieder zu, wenn ich ein Video mache. Ich würde mich jedenfalls freuen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann.